Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Ein Tag mit mir und meinen Schafen. Heute Schwerpunkt Lämmermast. Und zwar stelle ich euch drei Varianten vor, zwei davon hier bei mir und über die andere, da erzähle ich was. Und zwar ist die eine die Rationsfütterung. Da wird die Futterration, wie der Name schon sagt, für den Tag berechnet und dann bekommen die halt dieses Futter. Und die zweite Variante, das ist die Ad libitum Fütterung am Futterautomaten. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich das Futter anmische. Und zwar fütter ich hier Trockenschnitzel. Davon nehme ich für eine Gruppe. Drei Schaufeln, das sind in der Trockenmasse sind das ungefähr 2,5 bis 3 Kilo. Das ist für noch eine Gruppe. Und das ist für die schon am Futterautomaten stehen. Aber dazu erzähle ich gleich was. Dann bekommen die dazu Sojaschrot als zusätzlichen Eiweißlieferant. Und zwar ist das ein langsam wirkendes Eiweiß. Das können die so in dieser Form, dauert das ziemlich lange, bis die das verwerten. Und ich wandle das gleich um zum schnell wirkenden Eiweiß, damit die den Schub auch sofort bekommen. Davon bekommen 9 Lämmer, 1 Kilo. Und von dem hier ein halbes Kilo bekommen die älteren Lämmer, zeige ich aber auch. Das ist für die Gruppe, die am Automaten steht. Das sind 15 Stück. Die bekommen auch ein gutes Kilo. Dann muss das ein bisschen vermischt werden, sonst stockt sich das gleich. Und zwar tue ich das mit Wasser einweichen. Ich könnte das jetzt einen Abend vorher machen, aber da wir im Moment ziemlich heißes Wetter haben, es geht so bis 30 Grad, fängt das auch schnell an zu gären und dann entsteht da auch Alkohol mit drin. Und ich weiß nicht, ob das so gut wäre für die Leber, für kleine Lämmer. Deswegen weiche ich das an dem Tag ein, wo ich das auch füttere. Das lasse ich jetzt gleich noch eine halbe Stunde stehen. Solange mache ich andere Sachen, Vögel sauber machen und so Wasser geben. Und dann zeige ich euch auch, wie das aussieht, wenn das aufgequollen ist. So, jetzt hat sich das eingeweicht. Und dann zeige ich euch das eben, wie das aussieht. Das ist jetzt hier diese fertige Mischung. Die Trockenschnitzel, die sind schon voll Wasser gesogen. Und das Sojaschrot, das ist auch nicht mehr trocken, sondern das ist schon sehr weich geworden, so dass die Pansenbakterien das nicht mehr anfeuchten brauchen. Und so können die das direkt sofort verdauen. Und dann zeige ich euch gleich, wie die ich das. So. Dann ist das hier die eine Gruppe, da sind die über 40 Kilo, ich glaube, das erkennt man auch. Die werden nach Ration gefüttert, dann habe ich hier diese Mischung und dann noch zusätzlich ganz normale Kraftfutterpellets dazu. Und dann habe ich hier noch so eine Mischung von Salz und Kalk.
Damit versuche ich, den pH-Wert stabil zu halten, um Harngrieß vorzubeugen. Da streue ich auch so ein bisschen was drüber. Das sind die kleinsten. Also das sind die unter 30 Kilo. Die werden auch nach Ration gefüttert. Da gebe ich auch ein bisschen Kalk dazu. Und gleich, wenn die den Trog leer haben, bekommen die noch zusätzlich 4 Kilo Pellets. Auch in den Trog. Einmal am Tag mache ich das. Und dann zeige ich euch gleich die andere Gruppe. So, das hier ist die andere Gruppe. Und zwar haben die zwar einen Kraftfutterautomat, aber trotzdem fütter ich hier auch im Trog. Zum einen, weil ich das kann, und zum anderen, um zu gucken, ob alle auch gesund sind, ob alle aufstehen und fressen. Wenn die ad libitum am Automaten Futter haben, dann können die jederzeit dahin. Und deswegen sieht man auch nicht sofort, ob einer krank ist oder nicht, außer man hat halt ein geschultes Auge dafür. Aber um irgendwo ein bisschen Übersicht zu behalten, kippe ich hier auch immer was in Troch, damit ich sehe, dass auch alle fit sind. Auch hier kommt ein bisschen Kalk dazu. So, damit auch hier der pH-Wert ein bisschen stabiler bleibt. Dann habe ich hier noch eine Gruppe. Und zwar sind das Mutterlämmer. Die bekommen weniger Kraftfutter. Also für die 4 Stück und 2 Ziegenhammel füttere ich insgesamt 1 Kilo. Einfach aus dem Grund, da die Mutterlämmer weniger die Mastleistung zählt, sondern später die Milchleistung, müssen die einen gut ausgeformten Pansen haben. Und den erreichen die nur durch ausgewogene Rohfaserfütterung. Deswegen bekommen die Heu und die bekommen hier Stroh. Das ist leider tritikales Stroh, da ich kein Gerstenstroh in einem bezahlbaren Rahmen gefunden habe. Um das jetzt zusammenzufassen, die Rationsfütterung bei den kleinen Lämmern und bei den großen ausgemästeten. Und dann die Ad libitum Fütterung in der, ja, so Endmast kann man sagen. Die Vorteile dieser Futtergeschichte ist halt wie folgt. Der Futterautomat, der muss nur ein, zwei Mal die Woche nachgefüllt werden. Und die haben die ganze Zeit diesen Kraftfutterschub dazwischen. Der Nachteil an der Geschichte ist halt auch, dass man nicht sieht, ob alle gefressen haben, ob alle dabei gehen, ob alle wirklich den gesunden Appetit haben, den die haben sollten. Die dritte Mastmethode ist die Weidemast. Und zwar funktioniert das so, dass die Lämmer entweder auf einer sehr guten Weide gehalten werden bis zur Endmast, bis zur Schlachtreife, oder beziehungsweise unter der Mutter bleiben, bis sie dann die Schlachtreife erreicht haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Dazufütterung, indem man einen Futterautomaten auf die Weide stellt oder beziehungsweise einmal am Tag rationsmäßig dort Kraftfutter aufschüttet. Nachteil bei so einer Weidemast ist natürlich, dass man schnell faul wird und sagt, ja, übermorgen fahre ich dahin und gucke nach. Dann sieht man nicht immer, ob alle wohl auf sind. Der nächste Nachteil ist, wenn man anfängt zu füttern auf der Weide, dann muss man das auch durchziehen. Also man kann nicht einen Tag auslassen und einen Tag dann wieder kommen.
Und dann muss man auch dementsprechend auch die Spritkosten auf die Aufzuchtkosten natürlich dazu rechnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal wollte ich euch zeigen, wie ich den Zuchtbock, das ist der große Schwarzkopf da, wie ich den für die Zucht vorbereite, worauf ich achte. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich würde mich über ein Like freuen und dann bis zum nächsten Mal.